Es ist vermutlich der letzte direkte Schlagabtausch zwischen den Teams Trump-Vance und Harris-Walz vor der Präsidentschaftswahl in gut einem Monat. Vance Strategie von Beginn an, den Amerikanerinnen und Amerikanern zu vermitteln, Kamala Harris trage die Verantwortung für das, was gerade in Amerika und der Welt passiere. So auch beim ersten Thema, dem Gaza-Krieg. Wann haben Iran, die Hamas und ihre Stellvertreter Israel angegriffen? Während der Amtszeit von Kamala Harris. Anders als im TV-Duell zwischen Harris und Trump diskutieren ihre Vizepräsidentschaftskandidaten vor allem inhaltlich. Wirtschaft, Abtreibung, der Klimawandel. Auf persönlich beleidigende Attacken verzichten beide. Und so wirkt das Duell fast gesittet. Etwas hitzig wird die Debatte, als es um den Sturm auf das Kapitol geht. Das war eine Bedrohung für unsere Demokratie, wie wir sie noch nie erlebt haben. Und alles, weil Donald Trump bis heute behauptet, er habe nicht verloren. Ich frage jetzt, hat er die Wahl 2020 verloren? Tim, ich bin auf die Zukunft konzentriert. Beide Kandidaten treten nach dem Duell nochmal vor die Kameras. J.D. Vance beim Fernsehsender Fox News, Tim Walz ließ sich bei einer Pizza mit seiner Frau filmen.